Graphen ist quasi eine Allzweckwaffe, um technische Träume aller Art wahr werden zu lassen. Faltbare Handys, der Antrieb von Raumschiffen durch Sonnenenergie oder sogar eine Revolution der Batterietechnologie. Das alles ist möglich und Graphen kann wirklich viel. Es ist das wohl dünnste Material der Welt und dabei härter als Diamant. Welche weiteren absolut krassen Eigenschaften hat Graphen außerdem noch? Wann setzt es sich endlich als Wundermaterial durch? Oder ist das alles nur ein riesengroßer Hype? Das alles und viel mehr jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, tausend Dank für diesen wirklich mega spannenden Themenvorschlag. Das ist wirklich absolut bahnbrechend über WhatsApp, wie ihr da dabei sein könnt und noch ein kleines Geschenk abstaubt. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. 300 mal fester als Stahl, härter als Diamant, flexibler und leitfähiger als Kupfer und zudem das wohl dünnste Material der Welt, Graphen. Vor 10 Jahren hat ein Forschungsteam für die Herstellung einer einatomigen Lage Graphen den Nobelpreis bekommen und seitdem überschlagen sich die Schlagzeilen zu diesem Thema. Konkret besteht Graphen aus einer einzigen transparenten Schicht aus Kohlenstoffatomen und diese Zweidimensionalität tatsächlich ist ein kleines Wunder, denn eigentlich ist alles, mit dem wir zu tun haben, dreidimensional. Die Kohlenstoffatome in Graphen sind ähnlich angeordnet wie Bienenwaben und genau das macht seine vielen Superlativ-Eigenschaften aus. Und so haben wir hier in Klicks zum Jahr schon erst vor kurzem über den Erfolg eines Forschungsteams aus Südkorea berichtet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten Graphen erstmalig in großen Mengen und zudem noch zu einem vernünftigen Preis hergestellt. Ihr langfristiges Ziel ist es, ein Graphen-Akku herzustellen, das innerhalb von nur 12 Minuten vollgeladen ist. Bei der Produktion erinnern die vielen kleinen Graphenbälle ein wenig an Popcorn. Die Graphenbälle sollen in Lithium-Ionen-Akkus sowohl an der Kathode als auch an der Anode verwendet werden und deren Ladegeschwindigkeit enorm erhöhen. Um das im Detail zu verstehen, braucht man ein bisschen Chemie. Die Kohlenstoffatome in Graphen sitzen jeweils auf den Ecken von regelmäßig angeordneten Sechsecken. Die Atome wechselwirken, ihre elektrischen Felder überlagern sich. Das Verhalten der Elektronen führt dazu, dass Strom 1,5-mal besser geleitet wird, als es bei Kupfer der Fall ist. Denn die Kohlenstoffatome in Graphen sorgen dafür, dass sich die Ladungsträger quasi masselos fühlen. Doch erst in einigen Jahren können wir wohl darauf hoffen, dass solche Akkus in industriellem Stil hergestellt werden können. Doch der Erfolg des Forschungsteams, der kann auch anderen Industriezweigen von Nutzen sein, die sich eben ebenfalls mit Akkutechnologien auseinandersetzen oder damit zu tun haben. Zum Beispiel könnten Graphenbälle bei der Konstruktion von Elektroautos helfen, da sie extrem temperaturstabil sind. Samsung wittert hier zu Recht ein großes Geschäft. Das Unternehmen hat bereits Patente in Südkorea und den USA für seine Herstellung der Graphenbälle angemeldet. Und es gibt eine weitere Superlative, die mit Graphen konstruiert werden könnte. Kamerasensoren aus Graphen könnten es möglich machen, auch bei der Nacht oder anderen schlechten Lichtverhältnissen tolle Bilder zu machen. Denn sie wären wohl 1000-mal lichtempfindlicher als die Sensoren, die derzeit eingesetzt werden. Graphen eignet sich auch bestens für den Einsatz in der Umwelt, beispielsweise um Boden, Wasser oder Luft aufzubereiten. Denn es kann weiterverarbeitet werden zu stark absorbierendem Material, mit dem sich zum Beispiel Ölunfälle bekämpfen ließen. Ein bereits entwickeltes Sieb aus Graphen macht aus Meerwasser sauberes Trinkwasser. Auch im medizinischen Bereich könnte Graphen eingesetzt werden. Ein Forschungsteam aus Schottland will eine künstliche Haut aus Solarzellen entwickeln, die eine Roboterhand mit Strom versorgt. Das Graphen könnte die Solarzellen noch leitfähiger und lichtdurchlässiger machen. Aber auch im Bereich Kleidung wird Graphen bereits eingesetzt. In Skijacken beispielsweise hilft es, Wärme von warmen Körperregionen zu kälteren zu transportieren. Zudem reduziert es die Reibung mit Luft und Wasser, sodass Graphenkleidung also dazu beitragen könnte, Sportler agiler und leistungsfähiger zu machen. Doch es gibt einen Wermutstropfen. So richtig hat sich Graphen bis jetzt nicht durchgesetzt und das trotz seiner unvergleichlichen Eigenschaften. Forschungsteams weltweit sind sich einig, dass das Potenzial riesig ist. Autos und Flugzeuge könnten durch Graphen ein viel geringeres Gewicht haben und so deutlich weniger Treibstoff verbrauchen. Die Smartphone-Produktion könnte deutlich preiswerter werden und die Akkutechnologie, wie gesagt, revolutioniert werden. Doch derzeit gibt es einfach noch zu viele technische Probleme,
sowohl an der Produktion größerer Mengen Graphen als auch am Preis dafür scheitert es bislang. Es gibt nicht wirklich entsprechende Anlagen zur Herstellung und weil die Nachfrage nicht groß genug ist, wird nicht investiert. Ein Teufelskreis, denn dadurch wird das Material natürlich nicht günstiger. Experten und Expertinnen sehen uns an einem Punkt, wo die Grundlagenforschung zur Innovation übergeht und so Kooperationen mit der Industrie notwendig sind. Und die Patente von Samsung, die lassen ja schon hoffen. Schon seit 2013 läuft eine große Graphen-Initiative der Europäischen Union, durch die die Erforschung von Graphen finanziell gefördert wird. In 5 bis 10 Jahren sollte es dann auch bei uns im Alltag angekommen sein, so die Prognose. Wir können also sehr, sehr, sehr gespannt sein und es dürfte wohl einen extremen technologischen Schub bedeuten. Hier bei Klicksum, da erfahrt ihr natürlich alle Neuigkeiten und wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja ein bisschen lückenhaft. Über WhatsApp erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, täglich und garantiert. Und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Kernfusion, haben wir bald den ersten funktionierenden Reaktor. Bis dann. Bleibt dran.